Hey, young boy, you gotta stop all that fish. Hey, stop flexing like you got it. Stop flexing like you got it. We all know what's in your pocket. Yo, Pierre, you wanna Leute, Leute, Leute. Was geht ab? Ich bin wieder back am Start mit einem neuen Commentary. Auf jeden Fall seht ihr mich, ich habe einen neuen Stretch gemacht und was heißt neu? Ich habe ihn halt gemacht und also er ist schon, ich kann ja halt spielen jetzt am Park und so und auf jeden Fall wollte ich euch zeigen, wie sehr ich ihn mag, wie sehr ich ihn liebe. Guckt einfach die ganzen Clips, wo ich getroffen habe. Die wird euch einfach nur denken, was ist das für ein Stretch Big? Er ist 80, aber er wirft wie 99. Zach, drinnen. War schon einfach so. Ich war offen, aber trotzdem. Ist krass, ist einfach krass. Ich habe wirklich nie gedacht, dass ich so eine Würfe treffe, wie ich noch komme. Die waren einfach fast alle halb contested und ich habe manche immer getroffen. Ja, hat euch mein letztes Video gefallen? Ich hab jetzt angefangen, Thumbnail zu machen. Genau, Thumbnail zu machen. Und das ist auf jeden Fall geil. Erst Thumbnail, ich weiß nicht. Also, es sah schon gut aus. Es sah wirklich schon gut aus. Ich hab für mein Mix ja auch mein Thumbnail fertig gemacht. Habe ich wahrscheinlich schon gesagt, aber trotzdem. Wollte mal erwähnt haben, weil ich mich schon darauf freue, wenn ich es rausbringen kann. Diesen, ich habe heute für euch zwei Park Clips für euch und die wollte ich euch einfach zeigen. Mein Stretch ist so geil, er passt mir und trotzdem habe ich getroffen. Oh mein Gott, es war keine Ahnung, es war hier 4 Uhr morgens oder so. Ich habe einfach Lust gehabt zu spielen. Habe ich angemacht und dann habe ich sofort so eine geile Runde gefunden. Ja, ich habe am Ende hatte ich keine Ahnung 11 Punkte und 11 Assists, 5 Assists oder so, ja. Ihr wisst, ich habe wirklich die EQ. Wieso werfen die das? Und ich glaube, ja, gleich so haben die einfach nur angefangen zu werfen. Die wussten schon, was sie tun. Die haben einfach nur geworfen. Es war aber in 2 Spielen so, aber ich kann nichts dafür. Ich habe wirklich nur am diesen Tag gegen so und gespielt. Und nur nebenbei so, ich habe mit meinem Center, ich habe höchstens 2 Spiele gespielt von, sagen wir mal, ich habe zwei Spiele verloren von 20 oder so. 2 Spiele habe ich verloren von 20. Also ich habe 20 mit ihnen gespielt und ich habe 2 verloren. Ja. Ich bin einfach krass, man. Ich mag es einfach sehr. Also Stretch Big auf jeden Fall Stretch Big. Weil mit einem Glas kann ich niemals spielen. Ja. Ja. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und sagt mir, wie ihr das, alles findet, auf jeden Fall Qualität und so. Ich weiß, ich habe noch nicht die beste Qualität, aber kommt alles noch. Ich fühle mich gerade zufrieden, deswegen lasse ich so. Ich bin gerade zufrieden mit diesen. Ja. Guck, ich danke noch. Das ist einfach im Stehen Dank, das ist das Beste, was es gibt. Auf jeden Fall, Leute, das nächste Spiel wird echt krank. Das nächste Spiel wird so krank. Ich habe 3 Videos bearbeitet, habe eins gelöscht. Das was ich gelöscht habe, war das meiste bearbeitet, was ich von diesen 3 Clips gemacht habe. Aber ich habe einfach gedacht, ich mache das Beste lieber. Ich pack das Beste in diese Video rein. Und ja. Eigentlich wollte ich sagen, das Video nennt Streaking with my Stretch. Ah nein, guckt euch die Szene an. Ich will ruhig. Guckt euch die Szene an. Ich dachte mir nur, was macht der die ganze Zeit da? Gib einfach Pass. Bang! Habt ihr das gesehen? Oh, krass. Ah. Hey. 11 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists.
ein Block, 4 von 4. Mit Center Screens, krass. Jetzt gehen wir sogar auf den Court. Ah, die hatten einen 7-Game-Winstreak. Die hatten einen 7-Game-Winstreak. Wir haben es gebrochen. Wir haben es gebrochen mit diesem Rookie. Leute, wir sind beim zweiten Spiel. Hier, das ist eine. Deswegen wollte ich das Video so nennen. Streaking with my stretch. Ich wollte das Video so nennen, aber ich dachte, ich habe zwei andere Park-Gameplays genommen. Einmal Sunset, einmal Rivet. Deswegen habe ich es lieber nicht so genannt. Ich hatte schon zwei Spiele davon, von diesem Rivet-Platz hier. Aber ich wollte unbedingt dieses Sunset-Spiel reinbekommen. Und ja. Ja, auf jeden Fall kommt es. Ich werde das Video aufnehmen jetzt und ich werde das Video schneiden und alles bearbeiten und dann werde ich es morgen bringen. Ich werde es morgen mal rausbringen. Ich muss heute oder morgen mal schon die Thumbnail fertig und dann ist das Video auch so schön wie fertig. Ja, ja, wir waren hier auf einer 12 Game Win Streak und wir haben die Hälfte Zeit nur gegen Lappen gespielt, die wirklich nicht so krass spielen konnten, aber die hatten schon gute Positionen, ja. Der eine ist hier Lockdown Defender und hat gegen mich 4 oder 6 Punkte gemacht, also nur durch Dunks. Guck mal, was er macht. Ah nein, jetzt war nicht die Stelle. Ja. Auf jeden Fall habe ich hier auch krasse Würfel gemacht, aber hier. Und ich dachte, ich könnte wirklich nur mit Playmaker noch durchreden. Aber leider bin ich jetzt ein Center. Dank. Die ganze Zeit Assist, Dank. Das war, glaube ich, die Hälfte Zeit so. Aber wenn man Assist macht, ist das auch schon eine Sache. Ja, er hat eine Parkkarte gemacht, dann muss ich natürlich auch eine Parkkarte machen. Das sind die Regeln, Leute. Denkt dran, wenn jemand eine Parkkarte auf euch drückt, drückt eine Parkkarte auf ihn, einfach so, aus Prinzip. Ja, sein Dank. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen geschnitten gleich, weil die hatten den Ball und die machen einfach nichts mit dem Ball. Er wirft, ja okay. Er hat geworfen, getroffen, sehr schön. Und hier, ich dachte einfach, ich könnte einfach pullen, ich könnte einfach werfen von dem Mittelfeld. Half Court, ja. Habe ich lieber nicht gemacht, bin ich so dumm. Vielleicht nie wieder den Ball. Das Einzige, was ein Postgame machen muss. Es wird irgendwann zu einem richtigen Problem. Ja. Ich liebe mein Stretch. So nenne ich das Video. In Love with my Stretch. In Love. Ich liebe ihn einfach. Er ist krass. Ich hab alle Badges verspielt. Ich habe alle, meine Hotzones sind so krass geworden, in der rechten Seite, in der rechten Ecke, Corner, ich werde nur treffen, bang. Sorry Leute, aber ich muss, bruh. Wie findet ihr meine Edition, Leute? Bruh. Ich habe mich getroffen, aber bruh, von mir einmal. Aber jetzt. Bei linke Seite. Ihr wisst, Leute, linke Seite hat niemand die krasse. Wie die rechts. So krass. Auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt Kommentare, like das Video. Und lasst mich wissen, wenn was Neues kommt. Ja, lasst mich einfach wissen, was euch gefällt und was nicht. Ich kann es vielleicht ändern. Und ich bin auf jeden Fall raus. Danke fürs Zuschauen und ciao, wir sehen uns zum nächsten Mal.